Chris Böhm, dich haben wir eben schon gesehen in dem Beitrag. Einiges im Repertoire. Wie lange bikest du schon? Ich bin jetzt bereits seit 18, 19 Jahren schon auf dem Bike unterwegs. Und ja, es ist immer so attraktiv, weil man immer wieder neue Sachen, neue Tricks, neue Moves entwickeln kann. Und dann natürlich habe ich bis jetzt auch noch einen Weltrekord geholt und deshalb macht es alles so attraktiv, die ganze Sache. Ja, Axel Benz, Sie haben die Show auch, beziehungsweise das Rahmenprogramm, die 200 Jahre Monnenbike, auch quasi selbst mitgestaltet. Welche Herausforderung ist das in diesem Jahr? Ja, wir haben die Herausforderung gehabt, das, was wir machen wollten, zu finanzieren zum Beispiel. Hatten keine Herausforderung, viele Partner zu finden, die wirklich tolle Sachen uns geboten haben. Wir hatten die Herausforderung, alles auf den richtigen Punkt zu spielen. Ich glaube, das ist meistens gut gelungen. Ja, wie zufrieden sind Sie auch tatsächlich so mit diesem Jubiläumsjahr? Sehr zufrieden. Wir hatten, glaube ich, auch das Glück, dass das Thema Fahrrad in diesem Jahr sehr boomt. Also egal, wo wir angekommen sind mit dem Thema Fahrrad, waren offene Ohren da, man hat uns unterstützt und das war wirklich sehr gut. Ja. Chris ist auch im Guinness-Buch der Rekorde. Womit genau? Genau, letzte Woche neu eingetragen, weil ich hatte ja schon letztes Jahr im CD Fernsehgarten den Rekord geholt gehabt, ja, mit 32 Spins. Und da habe ich gehört, dass der Japaner aus Zirkus des Lee wiederkommt und den überbieten wollte. Und da habe ich gesagt, ey, zu Hoffmann und Campe und auch den ganzen Sendern, komm, das machen wir vor Ort. Und da habe ich dann 38 Stück geschafft und wurde direkt ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen, was auch sehr bekannt ist. Ne? Nach Bibel, Koran kommt schon das Guinness Buch der Rekorde, ne, weltweit. Und ja, das ist grandios. Ja, absolut eine große Ehre. Ja. Was er sonst noch kann mit dem Fahrrad, das sehen wir dann auch gleich. Herr Benz, was haben Sie denn sonst noch in diesem Jahr auf der Pfanne? Also wir haben das Jahr die meisten Veranstaltungen leider schon hinter uns. Wir hatten ja am 10. 11. Juni das große Festival hier in der Stadt, da war Chris auch genau mit dabei. Da hatten wir 180.000 Besucher, das hat uns echt überwältigt, das war großartig. Was jetzt noch kommt, wir haben nächste Woche im Schloss auch einen internationalen Kongress. Also da gehen wir das Thema Fahrrad wissenschaftlich an. Es gibt nicht nur Sport, nicht nur Show, es gibt noch Fahrradkultur. Und wir haben unser kleines Fahrradkino, das kann ich auch gerne empfehlen. Wir fahren jeden zweiten Freitagabend ab Wasserturm irgendwo ins Grüne und alles, was wir später an Equipment brauchen fürs Fahrradkino, ist in Lastenrädern verborgen und den Strom für die ganze Sache, den strampeln wir vorab am Wasserturm. Wunderbar. So, und damit Sie sehen, was Sie unter anderem auch tatsächlich ab morgen dann bei Monnenbike die Show erwarten können, jetzt noch eine Kostprobe von Chris Fähigkeiten und dazu... Ja, stelle ich mich auch selbst zur Verfügung. Ich gehe nicht auf kalt reist, sondern ich lasse mich jetzt trotz dieses kurzen Anlaufs, den dieses Studio zur Verfügung stellt, von Chris überspringen. Ja, wenn kalt reist es schafft, schaffst du es auch, mein Freund. Let's go. Ja, genau, sein Wort in jedermanns Ohr. Ich hoffe auch in das Fahrrad Gottes. Also, mein Freund, hast du eine Krankenversicherung? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen mehr brauche. Oh Gott. Ah! Stark. Dankeschön. Ja, bitteschön, mein Freund. Meine Herren, ja. Chris Böhm und morgen dann in Sehen wir uns. Die Show. Seien Sie auf jeden Fall da. Das ist wirklich ein Spektakel. Also vielen herzlichen Dank. Auch Axel Benz, dass Sie da gewesen sind.